Ich habe mal wieder eine coole Zuschauerfrage bekommen. Genau. Über eine Arbeit findest du auf liebeship.de. Lass mir auch gerne ein Abo da. Und heute geht es um das Thema, ja, meine Beziehungen scheitern immer. Hallo Christian, also eine Zuschauerin. Ich wende mich an dich, weil ich mich gerade frage, wer hier der Geisterfahrer ist. Ich bin Ende 50 und war über 20 Jahre in einer festen Beziehung, die vor etwa 10 Jahren beendet wurde, also vor 12 Jahren, um genau zu sein. Die Trennung ging von mir aus. In den letzten 12 Jahren hatte ich 5 für mich relevante Beziehungen, die alle gescheitert sind. Ich meine, das ist natürlich auch schon so eine Wortwahl. Ich weiß es nicht, du schreibst es jetzt eine sehr kurze Mail. Ich weiß nicht, war das jetzt toxisch, war es einfach teilweise einfach zu langweilig, haben eure, weiß ich nicht, kompatibel in irgendeiner Weise. Aber ich meine, irgendwo, letzten Endes scheitert jede Beziehung irgendwann, ne? Und sei es mit dem Tod irgendwie. Jede Beziehung geht irgendwann auseinander und ich weiß jetzt nicht, wie dramatisch es auseinandergegangen ist, aber ich würde nicht grundsätzlich von Scheitern reden, ne? Weil ich kenne das aus der Paartherapie, manchmal das Gefühl, dass so Beziehungen so ein Ablaufdatum haben, ne? Dass sie einfach, man weiß nicht so richtig warum, aber sie fallen einfach auseinander und ja, damit du ja offen bist für was Neues, neues Abenteuer erleben kannst und ist ja auch ein Leben mit mehreren Beziehungen ist ja auch nicht schlecht, finde ich, ne? Also, mein Gott, das ist, also, ich habe ja auch schon viele, oder da kommen auch noch viele stammesgeschichtliche, evolutionshistorische Videos. Und also der Mensch ist jetzt nicht von der Rasse her oder von der Tierart her, ist schon ein Wesen, was monogam lebt, aber nicht keineswegs unbedingt bis ans Lebensende, ne? Was ja auch heute viel später ist als früher, dürfen wir nicht vergessen, ne? Also wenn du Ende 50 bist und du hast dich vor 12 Jahren getrennt und du warst 23 Jahre mit jemandem zusammen, das wäre vor noch ein paar hundert Jahren, wäre das ein ganzes letzte eine lebenslange Beziehung gehabt und dann wäre man einfach, ich will dich jetzt nicht anträgern, aber ich bin ja auch in dem Alter ungefähr, ein bisschen jünger, aber nicht viel. Wäre das, ja, wären wir schon alle tot längst in der Regel, ne? Ist einfach so, ne? Nun, die Sache, die mich umtreibt, es waren immer total unterschiedliche Männer und unterschiedliche Probleme, die zum Scheitern der Beziehung geführt haben. Auch waren sie von unterschiedlicher Dauer, 4 Jahre bis 3 Monate, aber es waren immer gravierende Themen. Ja, auch da ist wieder so, das habe ich ja schon in Videos gesagt, also erstmal, also es gibt verschiedene Grenzen, wo Beziehungen gerne mal scheitern. Ich hoffe, das hilft dir vielleicht so ein bisschen. Einmal haben wir die 100-Tage- und die 200-Tage-Grenze. Also viele Beziehungen, die eigentlich sich gleich zeigt, man ist nicht kompatibel, fliegen nach 3 Monaten auseinander. Wenn es Probleme gibt mit nicht passendem Liebeship, passendes Bindungsmuster passen nicht, ist es häufig so diese zweite 200-Tage-Grenze. Ne? Also viele Beziehungen, eigentlich die meisten, gehen zwischen 6 und 7 Monaten auseinander. Das ist einfach so. Die meisten Beziehungen enden unter einem Jahr, ne? Mit 6, 7, 8 Monaten Beziehungen. Und da kann man sagen, ja, war wohl nicht richtig kompatibel. Die Beziehungen, die das überleben, diese ersten Monate und so, die halten dann länger. Aber wo ist dann die nächste unsichtbare Grenze? Die ist tatsächlich bei 4 Jahren. Das zeigen so kulturelle Studien, dass man sieht natürlich jetzt hier, dass es kürzere, längere Beziehungen gibt in unserer Welt, ist ja klar, aber so ein Median liegt häufig bei 4 Jahren. Allerdings nicht mehr, da bist du natürlich auch drin, nicht mehr unbedingt nach den typischen Jahren, wo man noch Kinder kriegen konnte. Das hängt wahrscheinlich biologisch auch mit Aufzucht zusammen. Und eigentlich gibt es diese 4-Jahres-Grenze nicht mehr so. Aber gut, 12 Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum. Eigentlich werden die Beziehungen dann wieder länger so. Aber ist auch ein bisschen Rätselraten jetzt, ne? Aber was du scheinbar hast, ist Trennungskompetenz, ne? Und das ist ja auch was Gutes. Also
Wenn ich klare Werte habe in der Beziehung, klare Standards, klare Dealbreaker, dann geht auch mal mehr auseinander, ne? Weil es einfach nicht passt, ne? Während wenn ich alles schlucke, bin ich vielleicht leichter in einer. Gott, du hast ja auch schon eine 23-jährige Beziehung, meine Güte, aber ist man vielleicht leichter in einer langen Beziehung und ja, sieht über vieles hinweg und bleibt dann auch drin oder hat Angst davor, nie wieder jemanden zu finden. Offensichtlich findest du ja auch immer wieder jemanden, das ist doch Bombe, ne? Und du kannst dir auf gar keinen Fall sagen, du kannst keine langen Beziehungen, weil 23 Jahre hast du ja gehabt. Und jetzt wäre die nächste Frage, hast du da vielleicht Kinder großgezogen, weil das ist auch ein Kid. Also meine längste Beziehung ging ja 17 Jahre und also wenn ich da jetzt andere Lebensbedingungen gehabt hätte in meinem Leben, naja, egal. Also ich worauf ich hinaus will, ist, ich finde jetzt, finde es nicht ungewöhnlich, dass Beziehungen nach 4, 5, 6 Jahren, 2 Jahren, 6 Monaten auseinandergehen. Finde ich, für mich ist das nichts Ungewöhnliches, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Also klar, man wünscht sich vielleicht immer, dass man, das gibt es ja auch, dass es ewig gut läuft, dass man ewig verliebt ist. Aber das Leben ist kein schlechteres Leben. Ich würde das jetzt nicht so dramatisieren. So, natürlich kannst du dir mit meinem Material, mit meinen Kursen, also manchmal sieht man ja auch bestimmte Sachen nicht, kannst du dir das nochmal angucken, ob es wirklich so unterschiedliche Themen sind. Wäre vielleicht auch nochmal spannend gewesen, wenn du es nochmal geschrieben hättest. Aber wenn du auch trotz Innenschau dazu kommst, nee, das war ein Trennungsgrund. Natürlich kann man auch nochmal gucken, bin ich zu streng? Aber das sind ja eher die Leute, die überhaupt keine, also wo jede Beziehung scheitert nach 3 Monaten, 6 Monaten. Du hast ja durchaus längere Beziehungen, also kann man natürlich auch gucken, ist man zu streng, aber was ich ein bisschen challengen würde gerne, ist diese Haltung, ich bin ein Geisterfahrer, mit mir stimmt irgendwas nicht. Und ja, auch Frauen beenden die meisten Beziehungen. Also es ist alles nicht ungewöhnlich, was du da erlebst, ne? Es ist auch heute nicht mehr ungewöhnlich, ne? Klar, früher war man länger mit Menschen zusammen und wenn man sich mal getrennt hat, hat man dann wieder geheiratet und war wieder 20 Jahre zusammen. Aber das ist heute nicht mehr so, ne? Das lockert sich alles. Und ich kann mich schon verstehen, dass du mit Ende 50 jetzt hier vielleicht, weiß ich nicht, also ich fühle mich ja immer noch, jetzt vor allen Dingen seitdem meine Rückenschmerzen wieder weg sind, schon länger, ich wieder wie, weiß ich nicht, wie Anfang 30 oder so, ich spüre auch keinen Unterschied, ne? Also weiß nicht, wie es dir damit geht, hat natürlich immer so im Kopf, oh Gott, ich bin jetzt schon Ende 50, jetzt muss ich jemanden finden, mit dem ich 90 werden kann. Nee, musst du nicht. Ne? Das, du kannst immer noch viele schöne, tolle Abenteuer haben, viele Beziehungen und vielleicht schreibst du auch mal auf, was gut daran ist, viele Beziehungen zu haben. Ne? Und Leute, die viel online daten, die ihr Leben lang online gedatet haben, ja, natürlich wird mir jetzt wieder schreiben, ja, der ungarische Freund von meinem neapolitanischen Gärtner und von dem der Autoverkäufer und von dem die Tochter, die haben sich auf Tinder kennengelernt und sind seit 50 Jahren zusammen. Ja, aber mal ganz ehrlich, für heute, auch für die junge Generation, für Menschen, die viel online daten, die nicht so ein Kit haben durch Kinder oder Besitz oder ich weiß nicht was, oder Heirat. Bin mal gespannt, was wir in 20 Jahren, wenn ich da noch lebe, was sie dann sagen werden. Wie lang Beziehungen denn heutzutage halten. Ne? Ich meine, ich denke, wir sind da auf dem Trip, dass es immer kürzer wird. Wie auch die Aufmerksamkeitsspanne beim Menschen immer kürzer wird. Und ja, und vor allen Dingen, wenn wir lernen, stärkere Standards zu haben und mehr Selbstliebe zu haben und sich nichts mehr bieten zu lassen, dann fliegt es vielleicht schneller auseinander. Ne? Also, das ist so, was ich da dazu sagen kann an dieser Stelle. Aber es macht durchaus Sinn, da wertfrei drüber nachzudenken. Gibt es vielleicht doch Gemeinsamkeiten? Aber wenn man jetzt partout keine findet, dann findet man eben keine. Kannst ja auch noch mit einer Freundin sprechen, ne? Und scheint es ja auch keine grundsätzlichen Bindungsthemen zu haben. Offensichtlich, scheinbar, wirkt so. Und wenn das alles, also ich finde jemand, der, also wenn ich das jetzt so hören würde, nehmen wir mal an, ich würde dich jetzt daten, so, ne?
Und du würdest mir sagen, ja, ich hatte mal eine ganz lange Beziehung und dann mal 4 Jahre, mal kürzer. Würde mir überhaupt nichts auffallen, gar nichts. Würde ich denken, ja, ist doch ein ganz normales Leben. Where's the fucking problem? Aber genau, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und komm zur Lesung, mach die fucking Kurse, guck dich nur mal die Videos, nutzt das wirklich und wir sehen uns bald wieder.